Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe ein bisschen was produziert. Wir können jetzt sich hier sozusagen den Bahnhof fertig bauen. Warte mal, der kommt dahin, der da hin, der da hin. Okay, sieht gut aus. Den Bahnhof fertig bauen hier für unsere Flüssigkeiten. Ich habe noch ein paar Tanks hier dieser Bauart hergestellt. Damit wir hier ein paar Puffertanks davor haben. Und dann legen wir das hier einfach mal rohrmäßig da dran. Und dann kommt jetzt von hier oben hoffentlich irgendwo ist der Anschluss. Da ist ein Anschluss. Da können wir ran. Da können wir ran. Und können das Super Freak Wastewater hier runter transportieren. Ganz fast. So. Jetzt können die Dinger hier erstmal voll laufen. Durch dieses eine Rohr. Und damit sollte sich sozusagen der Bestand in dem einen Rohr hier jetzt extrem verringern. 60%, ja. Wir könnten hier eine Kreuzung mit einem Tank machen. Noch so ein All Corners Tank in der Tasche zufällig. Kommt ja von hier angelaufen, ne? Und nach, naja, es läuft langsam aber sicher durch. So, dann müssen wir ganz kurz gucken. Der geht hier dann quer drauf. Und geht hier direkt an den Tank ran. Das heißt, der holt es auch aus dem Tank raus, theoretisch. Und geht dann hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier drauf. Okay. Das ist der da ran geht. Eigentlich ist bloß kein Non-Return-Valve dabei. Okay. Natürlich Blödsinn. Hier muss da eigentlich auch ein Non-Return mit rein. Jetzt zieht er natürlich den in leer hier mit, ne? Oder? Kann das sein? Der einzige Vorteil, den wir jetzt an der Geschichte haben. Gut, die sind fast voll hier. Wie machen und dann nicht dumm bei sterben? Eigentlich müsste ich die vier hier in einem Tank verbinden und dann wieder einzeln rauspressen. Und dann aber bevorzugt den nach unten pressen hier. Ich weiß es nicht. Also der ist ja auf jeden Fall mit dem Tank hier verbunden über diese Leitung. Das ist jetzt auch so ein bisschen schief und krumm und was nicht alles, aber das macht erstmal nichts. Hier ist ein Non-Return mit drin. Wir hängen nicht unbedingt am Hauptstrang dran. 56.000, der läuft langsam leer, ne? Na gut, okay. Es kommt unten was an. Ich weiß nicht, ob es ausreicht. Das müssen wir dann bei Gelegenheit ausprobieren. Aber es ist schon mal ganz gut. So. Heißt also, jetzt brauchen wir hier ein bisschen Strom dazwischen. Das ist aber auch nicht mal das Schlimme. Da stellen wir hier Strömlinge hin. Zack, und schon ist er durch. Und dann brauchen wir hier eine Leitung. Oh. Leitung, das ist so ein Fall der Fälle. Einmal alle Kanister hier anschließen, da drüber und dann an die Lampe. Und dann ist das hier ein Anbieterbahnhof und gut ist. Und ja. Der bietet hier Flüssigkeit an. Strom holen wir uns vom Hauptnetz hier unten. Gut. Dann bietet der jetzt Sulfuric Wastewater an. Ich meine, 10.000 je Tank hier, das sind 60.000 Liter. Ich denke, das sollte erstmal eine ganze Weile gut gehen. Ja, verschluckt. Entschuldigung. Wenn man zu hastig an der Kaffee, das ist saugt. Ah. Gut, ich würde hier trotzdem, ich würde hier ganz gerne einen Kreuzungstank haben. Dann mache ich mal einen All Corners Tank. Ist mir egal jetzt. Den würde ich hier ganz gerne quasi drin verwalten erstmal. Damit ich dann hier erstmal nach unten pressen kann mit einer Pumpe. Da werde ich dann da eine Inline-Pumpe dazwischen bauen und dann geht er erst. So, dann haben wir hier einen All Corners Tank nämlich rein. Mal ganz kurz gucken.
glaube, hier war das, oder? War genau da, okay. All Corners Tank, so. Dann kann die Leitung hier rankommen, bis dahin und kann sich da so. Zack, zack. Keine Rohre mehr. Eisenrohr. Geht da ja auch für. Und dann muss dann hier einmal nach oben weg wieder. So. Dann läuft der Tank jetzt hier. Oh, der ist schon vollgelaufen, okay. Dann würde ich hier gerne unterirdisch werden. Einfach nur was können. Warte mal, ich muss breiter unterirdisch werden. So. Und dann brauche ich hier ein Pümpchen. Pumpernickel. Wo ist Pumpernickel? Eine Pumpe da. Und uns eine. Die quasi den Tank da leer saugt. Das hier reinpresst. So, und dann saugt die den Tank hier jetzt fleißig leer und presst diese ganze Scheiße noch hier unten drunter. Und dann ja, kann der volllaufen von allen Seiten hier. Gut, okay. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt kann ich, glaube ich, hier auch ein Rohr sparen. Weil das jetzt hier weiter runter geht. So, gut. Dann sollten die hier auf jeden Fall auf 100% immer volllaufen, weil das ja von oben nachgedrückt wird. Alles klar. Gut. Das soll dann hier erstmal klappen. Gut, dann wird das hier angeboten. Und alles ist schicki. Das war ja schon wieder alles hier. Ne? So. Dann können wir das nämlich hier unten noch anfordern. Am Flüssigkeitsbahnhof. Ach ja, Bestandsaufnahme wollten wir noch machen. Wo ist denn mein Textdokument hin, was ich dafür geschrieben habe? Irgendwo habe ich ein Textdokument aufgehabt. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass ich bei den ganzen Krempeln natürlich einen Fehler gemacht habe. Ich habe mir nicht gemerkt, was ich schon alles hatte. So, jetzt machen wir hier nochmal. Haben wir glatt 40 von 75. Okay, da muss ich aber hier machen. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 66 von 65, die ich brauche. Das ist genau richtig. Also hier sind wir durch, da sind wir durch. Da haben wir 40 von. Jetzt müssen wir Liquifier noch organisieren hier. Liquifier 1, 2, 3, 4, 5, 58. Okay. Da brauche ich noch welche. Und die Chemical Plants. Chemical Plants. Haben wir da. Da habe ich jetzt 37. Das reicht auch aus. Da haben wir genug. Ist aber 10 zu viel. So, okay. Also es fehlen jetzt noch CD. Also To Do 35 Stück. Und hier müssen wir To Do 56. 50 plus 58 müssen 114 sein. Okay, gut. Dann lasse ich die Tanks jetzt noch hier unten. Das lassen wir hier, das lassen wir hier, das lassen wir hier. Das brauchen wir wahrscheinlich. So, die Seed-Generatoren, das lassen wir hier, das brauchen wir auch. Das lassen wir hier. Die Pumpen lassen wir hier. Die Washing Plants. Habe ich die denn mit rein? Ach, die habe ich hier mit dazu. Washing Plants. 18 Stück haben wir auch. Dann mache ich da auch die Pumpe mit rein. So, okay, dann ist das schon mal alles hier unten gesichert. Ich pack mal hier die drei Dinger noch mit rein. Falls die denn das bauen wollen, dann können die das mit wegholen oder so. Ist mir egal. Weiß ich nicht. Also müsste jetzt hier im Netzwerk, müsste das ja dann jetzt hier verfügbar sein. Und falls die hier hinten nochmal irgendeinen brauchen. Die sind schon ganz schön weit rumgekommen hier, ne? Muss man ja schon sagen. Also da entsteht immer mehr. Ich muss nochmal Strommasten machen. Ist mir dabei aufgefallen. Weil die Jungs, die brauchen unbedingt Masten für die Produktion. Das ist ganz wichtig. Also sieht man hier unten auch, ne? Sie brauchen Masten und sie brauchen auch wieder solche Signale. Da müssen wir nochmal welche machen. Okay, aber wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal noch 56 Liquifier zu produzieren und noch 35 Algenfarmen. Halt, da kann ich die Backsteine von dem wieder mitnehmen. Oder warte mal, habe ich oben? Na, kann man hier gleich nochmal gucken. Ich brauche nämlich Backsteine dafür, das weiß ich. Dann nehme ich nämlich gleich mal ein paar mit hier.
aus dem Lager. Die kann ich ja dann noch oben in den Container mitwerfen. So. Da Backsteine nehme ich mal mit hier. Da Backsteine. Der Biber Backstein. 1, 2, 3. 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2. So. Ich hoffe, die reichen. Dann kann ich ja vielleicht von denen noch ein paar mitnehmen. Das könnte ich wahrscheinlich auch gebrauchen. Ich glaube, die Alge-Dinger brauchen nämlich hiervon auch jede Menge. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube aber ja. Mal sehen, den Rest noch mit Backstein voll. Oder mit diesem Ziegelstein. So. Gut, ja, das wenn die Flüssigkeitsbahn noch down ist, vielleicht nicht unbedingt die idealste Position, aber es ist erstmal eine. Das gebe ich zu, dass das vielleicht ein bisschen suboptimal ist. So, und hier machen wir den Seed-Generator. Den stelle ich mal hier auf. Dann das Seed-Generator 1, 2, 3, 4. Die kriegen dann auch Strom von mir. So. Und ihr macht mal... ihr macht mal Folgendes. Ihr macht mal... Womp-mäßig. Das, ich will diese komischen Samen vielleicht mal irgendwann rauskriegen. So, und dann haben wir noch Desert. Da machen wir aber mit den Komponenten. Desert. Und dann haben wir noch hier. Und dann machen wir auch mit Komponenten. Obwohl, ich müsste ein paar davon überlassen, damit ich mir die selber reproduzieren kann, ne? Ich müsste von jedem einen überlassen, damit ich den selber reproduzieren kann. Great. Natürlich bei dem Swamp, dann habe ich ja bloß einen Swamp, ne? Einen braucht man ja zur Reproduktion. Gibt es ja auch Rezepte für. Naja, vielleicht haben wir ja Glück. So, aber hier kriegen wir dann auf jeden Fall von diesen Teilen noch ein paar. Und die brauchte ich ja auch, um bestimmte Bäume herstellen zu können. Oder sowas. Oder die Forschungssachen da herzustellen und sowas. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, dann... Achso, jetzt hätte ich natürlich noch einen Backstein mehr mitnehmen können. Na egal. So. Geht's hier erstmal nach oben. Dick, 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 dick. So. Einmal durchgelaufen hier. Hallo, schönen guten Tag. Wir sind's. Jetzt könnten wir. Achso, warte mal. Hm? Ich auch unschön, das stimmt. Habe ich auch etwas, was mir schon mal gesagt wurde, ne? Da vielleicht noch drauf achten könnte. Naja, müssen wir mal gucken. Ein bisschen noch umbauen dran vielleicht. Ah ja. Ich wollte jetzt. Erstmal hier in die Kiste ran. Dann wollte ich das hier reinschmeißen, das hier reinschmeißen. Davon haben wir genug, das muss ich nicht mehr herstellen. Du stellst jetzt mal her. Ach, Konkretbrick kann man nicht. Okay. MK. So, und du machst MK1. So. Dann fehlt hier nämlich MK1, der wird hier hergestellt. Moment, wir können das natürlich hier noch ein bisschen rasanter entwickeln. So. Dann machst du ein MK1, du machst ein MK2. Und dann kommt da hinten irgendwas raus, irgendwann mal. Hoffentlich. Und dann kommt hier jemand MK2 raus. So. Gut. Und wir für unsere Verhältnisse gucken mal, was brauche ich denn, um die MK3-Teile herzustellen. Da brauche ich grüne Chips für, da brauche ich Steel Pipes. Wir haben Steel Pipes hier drin eigentlich. Nee, ne? Doch, oh, Hammer. Sehr schön. Da brauche ich Steel Pipes für. Gar nicht mal so wenig. Das reicht nicht lang hier. Hier brauche ich die Standardrohre, die Eisenrohre. Oh, die sind schon ab hier.
Schon gar nicht mehr hier. Eisenrohr, okay. Könnte dann noch hier sagen, das Problem wäre, ne? Unterirdisches Eisenrohr brauchst du. Du brauchst auch Steel Pipes. Okay, dann lasse ich dir die Steel Pipes. Und du brauchst dann, naja, 7. Wie viel brauche ich davon noch? 56, ja, das ist jede Menge. Das heißt, wir werden jetzt mal. Ich stelle hier eine Mopsekiste hin. Irgendwie auch wieder aussagekräftig, dass das dann hier wieder keinen Strom hat, alles, ne? Naja. So. Dann, achso, Strommasten wollte ich noch machen. Dann kann ich erstmal 3 machen, dann geht mir das gekräuselte Tintmeier aus, okay. Ist da hier noch was davon drin? Wunderbar, so was habe ich fehlt mir noch? Achso, und Bronze fehlt mir noch. Ein paar Masten jetzt und dann brauche ich Eisen. Alles klar. So, dann meine ich mir noch ein paar Masten jetzt für meine Kameraden hier, für meine Flugroboter, damit die auch ein paar Masten wieder setzen können. Das war die falsche Option. So, die Option wollte ich ziehen. Naja. So. Und dann mache ich mir hier jetzt Fontanus. Erstmal ein bisschen wieder was hinschlüren hier. Wie haben wir schon? 24, geht ja. So, läuft hier ein bisschen was. Weiß nicht, wo die unterirdischen Eisenrohre alle herkommen. Warte mal, Eisenrohre und sowas. Hier oben noch drinne. Eisenrohr, hier mal Eisenrohr noch. Und 6 ist jetzt auch nicht so viel. Noch Tanks mit All Corners drinne. Kisten noch mit. Erste Fettabänder ohne Ende sind das, glaube ich, hier gerne. So. Aber die werden ja auch irgendwann mal verbaut, hoffentlich. Hoffentlich. So. Gut. 6 Eisenrohre oder 45, die ich jetzt noch habe. Das ist natürlich auch nicht so viel. Gut. Hier fehlt das unterirdische Eisenrohr. Deswegen fehlt dir der MK1. Haben wir doch eigentlich MK1-Teile davon irgendwo gehabt? Nee, ne? Dann mache ich das jetzt einfach hier mal mit rein. Falsch. So. 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 Du machst mir Eisenrohre. So. Kann ich ja mitnehmen erstmal noch. Das kann ich selber brauchen. So. Gut. Dann kriegen wir hier zumindest ein paar Eisenrohre raus. Dann lassen sich die unterirdischen leichter machen. Zum Beispiel. Aber dann haben wir da auf jeden Fall erstmal eine Kiste voll mit Eisenrohren. Und Eisenplatten hole ich nochmal ran. Ein Gefrickel hier, aber das wird alles noch besser werden. Hoffentlich. So, dann holen wir ein paar Eisenplatten nochmal mit ran. So, dann machen wir jetzt hier nochmal ein paar unterirdische Eisenrohre schnell fertig. Was? So lange eigentlich. Geht doch besser hingestellt hier, oder? Guck mal kurz. So. Ach, jetzt hab ich keine Fabrik in der Tasche mit.
So, mach die mal schon mal wieder. Wieder schon wieder einproduzieren. Ist ja immer ganz gut, wenn du schon mal einen wieder mehr hast. So. So, so. 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 Der pappt dahin. Der holt sie auch von da. So, irgendwann nehme ich das noch. Der holt von da. Der holt von da. Dahin. So, der macht Eisenrohr. Der macht unterirdisch Eisenrohr. So. Und der Eisenrohr macht, der kriegt hier. Wenn. Ach, wo ist es denn? Wo ist es denn? Das Eisenrohr. Da. Ein Eisenrohr. Größer. 150. So, wenn hier mehr als 150 Eisenrohre drin liegen, dann darf der darüber legen und darf den dann unter das Rohr machen. So, gut. Man muss ja auch ein bisschen priorisieren. So, dann das hier rein, jawohl, das Eisenrohr brauche ich selber für die Kameraden, ne? So, da brauche ich noch Chips dafür, okay, Moment. So, kann ich mal zwei machen, dann brauche ich Backsteine. 20 machen. 35 brauche ich. Eisenplatten hole ich mir unten. So. So, Backsteine. Von 35 brauche ich noch 10 Stück. 10. So, was brauche ich hierfür jetzt? Da brauche ich Stahl, okay. Also die erstmal durchproduzieren hier und dann. So. Und der macht jetzt hier schon fleißig. Na guck, da machen wir einfach mal unterwegs dabei rum. So, du wartest auf nix. Ja. Du wartest auf Rohr. Naja, gut. Gut. Achso, warte mal, die Kiste, die muss ja nicht unbedingt berechnet voll gemacht werden. Eine Leiste reicht ja. So. Gut, dann haben wir das da schon mal durchorganisiert. Das sind Stonepipes, die kann ich nicht gebrauchen. Okay. Gut. Also alle Eisenrohre sind doch wirklich denn da, wo sie hingehören oder auch nicht hingehören, aber sind auf jeden Fall erstmal in den Werken hier drin. So. Achso, nee, Eisenrohre kann ich nochmal gebrauchen. Warte mal, bei dem MK2 brauche ich Eisenrohre. Okay. Das muss ich mir nur von da holen, ab und zu mal. Okay, hol ich mir da erstmal schon mal ein paar. Und lass den dann nochmal ganz in Ruhe produzieren hier. So. Hol ich mir schon mal 150 ab. Und ich gehe hier oben hoch und hole mir schon mal grüne Chips und gelb bestückt noch ein paar. Dann habe ich auf jeden Fall davon erstmal genug und Stahl habe ich und Backsteine bringe mal. Backsteine weiß ich, wo ich welche kriege. Und da oben noch ein paar Stück sein, die dürften mich erstmal noch ein bisschen weiterbringen. Alle Gerätschaften unten haben, dass wir dann losbauen können. Ich die Kiste gleich mitnehmen. So. Und dann nehme ich dann noch ein paar Phenobots mit, die kann ich ja schon mal mit in die Produktion schmeißen. Dann sind die auch weg. So. In die Produktion ist noch ein bisschen arbeiten dort hier. Momentan steht ja auch, dass wir. Gar nicht warum, aber hier unten. Band ist leer. Und da bin ich nochmal drauf.
Nee, das Aluminium, das ist nicht, das müsste das Band sein, damit den Boden baut, oder? Genau, das ist nämlich... Ich meine, das ist ja das hier unten, oder? Hä? Oh, hier sind ein Fehler drin. Warum ist die eine Produktionskette da und die andere nicht? Ach, weil hier die Kiste... Ah, okay. Weil ich immer aus der Kiste rausnehme, deswegen. Alles klar, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Verstehe, habe verstanden. Ja, ja, ist ja gut. So. Muss man ja auch selber nochmal über seinen Hopsen Schatten... Schatten hopsen. So. Hier sind sogar noch Fingerboards drin. Na, guck mal an. Hätte ich gar keiner gedacht. So. Dann noch ein paar dazu. So. Schön. Geht man auf Reisen. So. Dann können wir 15 davon schon mal machen. Komm mal. Was machen? 15 davon können wir schon mal machen. Dann machen wir noch 600 Rohre. Ist mir zu viel. Machen wir 5. So. Dann mopsen wir da oben erstmal wieder aus so ein Rohrwerk ein bisschen Rohre raus hier. So, und ich stelle das mal auf 250 hier. Jetzt legen. So. Den da haben wir nämlich auch schon wieder genug von. Dann legen wir die nämlich mal hier rein. Kann ich hier fleißig produzieren. Wir gehen hier oben rein. So, wie viel haben wir davon schon? Wir haben 10, 20, 30, 50. Oh. Wir fehlen nur noch 6. Das ist doch schon mal richtig gut. Das ist doch schon mal richtig gut. Gut, dann ist doch das auch schon mal wieder erledigt. Und dann können wir hier, müssen wir uns dann für uns die MK3-Sachen, da müssen wir natürlich den Backstein hier mitnehmen. Wahrscheinlich hier noch ein paar von losnehmen. Ja. So, dann kann ich nämlich da auch schon 10 Stück von machen. Dann mopsen wir hier dann doch noch mal ein paar Steel Pipes raus. So, damit ich nicht alle selber machen muss. Dann kann ich ja eigentlich. Nee, ich habe keine MK2, habe ich noch gar nicht in der Tasche. Also, wenn ich hier drauf klicke, dann würde er mir die MK2-Algenfarm natürlich erst noch herstellen. So, aber wenn wir alle MK1 haben, dann können wir die MK2 natürlich alle nacheinander durchgehen hier und produzieren lassen. Gehen wir noch mal ein paar Rohre mopsen hier. Noch ein paar her hier. So, dann kann ich mir noch mal die nächsten 5 anschalten hier. Ohne dass Rohre gemacht werden müssen. Habe ich keine Iron Pipes mehr, ne? 71 habe ich noch, aber das ist zu wenig. Gut, jetzt werden da noch mal ein paar von hergestellt. Und wenn dann die ersten 10 davon da sind, dann können wir nämlich auch darauf klicken. Schön! Läuft doch einigermaßen. Einigermaßen. Ja, Steel Pipes brauchen wir auch ein paar. Kann man nicht hier auch am Stahl anstellen, nochmal hier Steel Pipe Dingsbums herstellen. Geschichte. Ab in die Kiste und so. Naja. Muss ich unbedingt, ich muss so ein Rohstoffgrundkonzept, muss ich irgendwann mal, irgendwann muss ich das mal durchkriegen. Aber ich weiß es und ich kann mich da auch gut dran erinnern, dass das immer wieder gesagt wird, aber wie gesagt, noch komme ich nicht ganz drum. Vielleicht Zombies fällt auch von verkehrt auf, von hinten. Aber ich will das jetzt unten erstmal haben. Ich will die Bretterproduktion haben und dann legen wir uns sowas dann hier, dass wir dann überall kleine Fabriken haben, die sowas machen. Dieser ganze Bereich wird damit vollgepflastert. Da werden einmal dann alle Waren angeliefert und dann werden da, steht da eben ein Steed, nur Zahnräder macht. Da steht ein Ding, was dann das macht, was das macht, was das macht. Wenn wir alles da drüben durchorganisieren. Hoffe ich. Dass ich das in einigermaßen gut durchorganisiert kriege. Na gut. Also, ich produziere die MK3-Dinger hier noch. Von dem, damit wir dann alle Baumaterialien unten haben. Dann müsst ihr erstmal zumindest die Gerätschaften, müssten wir alle aufstellen können. Ob jetzt dann Greifarme oder Bänder, sonst irgendwas, liegen da unten auch jede Menge eigentlich. Aber da werden sicherlich welche fehlen. Und, alles solche Geschichten, aber das ist was anderes. Das kriegen wir dann noch hin. Und es werden, ich werde sicherlich auch noch andere 25.000 andere Sachen vergessen haben, die ich immer brauchen werde. Aber das kriegen wir dann auch noch, sagen wir mal, geregelt, hoffe ich. Dass wir da miteinander befreundlich umgehen. Und uns nicht gegenseitig anfauchen. So, das ist mir wichtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.